Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Mittwoch zu einem One-Card-Channeling. Ja, wir wollen mal zusammen schauen, welche Energien jetzt so Mitte der Woche im Kollektiv präsent sind. Ich werde gleich hier aus dem Rider-Waite-Tarot eine einzige Tarotkarte herausmischen und dann zu dieser Karte eine Botschaft übermitteln und hoffe natürlich sehr, dass diese hilfreich für dich ist. Ich habe das Deck schon vorgemischt. Ich habe gefragt, welche Botschaft möchte heute ins Kollektiv zu uns in unsere Heart and Soul Family kommen, die möglichst vielen Menschen hilfreich ist. So, hier schauen wir mal hin. Eine einzige Karte bitte für unsere Heart and Soul Family heute am Mittwoch. Okay. Sie war ein bisschen zögerlich, aber sie wollte fallen. Wir schauen sie uns zusammen an. Oh, der Mond. Große Arcana-Karte, der Mond. Okay, ich werde die Karte mal hier hinlegen und werde jetzt mal um eine Botschaft bitten. Gib mir 2-3 Sekunden Zeit. Wovor hast du noch Angst? Jede Angst, die in dir ist, ist letztendlich auf die Urangst vor dem Tod zurückzuführen. Die Urangst vor dem Sterben ist vielen Menschen nicht bewusst. Und doch ist sie die ursprünglichste aller Ängste. Doch heute sei dir gesagt, hab keine Angst vor dem Tod, denn der Tod ist nur ein Übergang. Du kommst aus der wundervollen, göttlichen Quelle und wirst eines Tages wieder zurückkehren. Du hast dir als Seele für diese Inkarnation einen menschlichen Körper gewählt, um mit ihm in der materiellen Welt Erfahrungen zu machen, die deine Seele braucht, um zu wachsen und zu reifen auf ihrem Weg durch die verschiedenen Inkarnationen. Und eines Tages lässt du dieses Kleid, deinen Körper, zurück, um wieder nach Hause zu gehen. Wovor also hast du Angst? Die Ängste, die dich in deiner irdischen Inkarnation quälen, gehen letztendlich alle auf diese Urangst zurück. Es hilft hier, dir dies bewusst zu machen und im Vertrauen darauf zu sein, dass du keine Angst haben musst, denn deine Seele kennt den Weg bereits, den du dich hier entschlossen hast zu gehen. Denn vor dieser Inkarnation hast du dir einen Plan gemacht. Einen Plan, der dich durch dieses Leben führt. Mit festgesetzten Stationen, aber auch mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten, die dem freien Willen entsprechen, mit dem jeder Mensch ausgestattet ist. Gestalte dein Leben also so, dass du aus der Liebe heraus handelst. Denn wo Liebe ist, kann nicht Angst sein. Und wo Angst regiert, fehlt die Liebe. Liebe beinhaltet Vertrauen. Vertrauen in alles, was ist. Vertrauen in deine Schöpfung. Vertrauen darin, dass deine Seele alle Antworten auf deine Fragen bereits kennt. So ist es derzeit von besonderer Bedeutung, dass ihr Menschen euch nicht von der Angst niederdrücken lasst, die im Kollektiv als große dunkle Wolke über euch schwebt. Begegnet dieser Angst mit liebevoller Annahme, aber zähmt sie und gebt Liebe hinein. Wenn du Angst hast, nützt es nichts, gegen sie anzukämpfen, denn dieser Kampf verstärkt sie nur. Es nützt auch nichts, vor ihr davonzulaufen, denn umso schneller wird sie dich einholen. Deiner Angst begegnest du
am besten mit liebevoller Annahme. Die Heilung der Angst geschieht immer über die Liebe und die Hoffnung. Vertraue darauf, dass dein Weg in Gottes Hand liegt. Achte auf deine Träume. Deine Träume sind wertvolle Botschaften aus deinem Unterbewusstsein. Werde dir dessen darüber im Klaren, dass du in den Träumen auch Botschaften bekommst von deinen göttlichen Helfern. Worauf möchte man dich vielleicht hinweisen? Gerade in Träumen zeigen sich oft unbewusste Ängste, die dich steuern. Auch hier gilt es, liebevoll in die Innenschau zu gehen, diese Ängste zu umarmen und dadurch zu heilen. Richte dein Leben, deine Gedanken, dein Fühlen, deine Handlungen immer und immer wieder auf die Liebe und das Vertrauen in die göttliche Führung aus. Dann, geliebtes Kind, hat die Angst keine Chance. Sie wird sich ganz allmählich auf leisen Sohlen aus deinem Leben verabschieden und dich zufrieden lassen mit der Liebe, die du bist. Wow, meine Lieben, diese Botschaft ist wahrlich aus mir herausgeflossen. Ja, vielleicht habt ihr es gemerkt. Das ist auch immer mal ganz unterschiedlich. Manchmal habe ich das Gefühl, ich muss ein bisschen länger nach Worten suchen, um eine gechannelte Botschaft zu übermitteln. Und manchmal, und so war es heute der Fall, habe ich wirklich das Gefühl, es fließt so aus mir heraus. Und ich finde diese Botschaft unglaublich wichtig, denn ich habe es in vielen Videos in den letzten Wochen und Monaten gesagt, ja, wir dürfen uns nicht zu viel Angst machen lassen auch, ja. Im Kollektiv ist es zurzeit weit verbreitet, Angst zu schüren. Wir sind oft eingeschüchtert von den Nachrichten, die wir hören. Auch hier gilt es, nicht alles völlig ungefiltert zu glauben. Es ist so wichtig, dass wir derzeit in unsere Eigenverantwortung gehen und auch sehr genau hinschauen, was uns erzählt wird. Ja? Also lass dich nicht so sehr anstecken von kollektiven Ängsten. Und wenn dich eigene Ängste plagen und viele Menschen kämpfen derzeit mit Existenzängsten, aber auch mit Verlustängsten, mit der Angst vor Einsamkeit, dann erinnere dich daran, was hier gerade so wundervoll übermittelt wurde, dass im Prinzip jede Angst auf diese Urangst des Menschen vor dem Tod zurückzuführen ist. Und seitdem ich damals diese Ausbildung als Klinikseelsorgerin gemacht habe und mit dem Tod so unmittelbar konfrontiert war, ja, durch meine Arbeit in der Kinderkrebsstation und auf der Palliativstation im Klinikum in Bayreuth, da habe ich ein anderes Verhältnis zum Tod bekommen, ja, denn vor allem Kinder, die ja letztlich austherapiert unheilbar krank sind, machen in den letzten Wochen ihres Lebens ganz wundervolle Begegnungen mit geistigen Helferlein, mit Engeln, ja, auch zum Teil mit Jesus selbst, mit Mutter Maria, und sie werden so geführt, ja, das ist so berührend, das zu erleben, und da ist meine Angst vor dem Tod einfach gewichen. Ja. Und wenn du keine Angst mehr vor dem Tod hast, weil du weißt, der Tod ist ein Übergang, du gehst wieder dorthin, wo du herkommst, du gehst wieder nach Hause, dann verlieren Ängste in der 3D-Welt, hier in unserer materiellen Dimension, unglaublich an Macht über dich. Denn es hat so was Tröstliches, einfach zu wissen, dass wir eines Tages wieder nach Hause gehen. Wow, meine Lieben, mich hat das Channeling sehr berührt. Vielleicht dich auch. Wenn ja, dann freue ich mich sehr über deinen Kommentar.
Und natürlich freue ich mich auch, wenn du mir ein Like gibst, wenn dir das Channeling gefallen hat. Wenn du mal dein eigenes Channeling möchtest, dann schreib mir gerne eine Nachricht über WhatsApp oder eine E-Mail. Die Kontaktdaten findest du hier unter diesem Video in der Infobox. Der Ausgleich für ein One-Card-Channeling beträgt 40 Euro. Ich sage das, weil ich viele Fragen diesbezüglich bekomme. Ich versetze mich vor diesem Channeling in eine Meditation, gebe deine Frage, dein Anliegen an die geistige Welt weiter, misch dir dann eine Karte heraus, empfange deine Botschaft. Du bekommst das Ganze entweder über WhatsApp oder per E-Mail, ganz wie du das möchtest. Und wenn du gar keine Frage hast, sondern du sagst, ich mache mich einfach mal auf für eine überraschende Botschaft, was hat die geistige Welt mir denn jetzt in der momentanen Lebenssituation mitzuteilen, dann freue ich mich natürlich auch sehr über dein Vertrauen und dann schauen wir, welche Botschaft zu dir finden möchte. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt einen guten Start in diesen Mittwoch. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und sende ganz liebe Grüße aus Mallorca. Die Uli. Tschüss.